Liebe Filmfreunde, liebe Freunde der Rosa-Luxemburg-Stiftung, herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch mit Wolfgang Kohlhaase. Wir haben zwei Anlässe. Einmal nachträglich feiern wir oder erinnern wir an den 90. Geburtstag von Wolfgang Kohlhaase, den er im März begangen hat. Und wir haben natürlich ein großes Jubiläum, 75 Jahre Gründung der DEFA. Und Wolfgang Kohlhaase zählt zu den Filmschaffenden bei der DEFA, die uns mit einer ganzen Reihe von Filmen erfreut haben. Vor nicht allzu langer Zeit hat Eyestorm und die DEFA-Stiftung zum 90. Geburtstag von Wolfgang Kohlhaase eine Box mit 12 Filmen vorgelegt. Sein erster DEFA-Film, Die Störenfriede, und der letzte DEFA-Film, Der Bruch. Und dazwischen haben wir eine Reihe von Filmperlen. Und was natürlich noch sehr wertvoll ist, dazu gibt es auch noch das Buch, das im Verlag Neues Leben erschienen ist, auch zum Geburtstag, Um die Ecke in die Welt, über Filme und Freunde. Dieses Buch ist auch in der Box enthalten. Wer es aber separat kaufen möchte, kann es gern tun. Unsere heutige Veranstaltung ist eine Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt und Rosa-Luxemburg-Stiftung Kulturforum hier in Berlin. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den beiden Institutionen, dass sie uns diese Gelegenheit geboten haben, mit Wolfgang Kohlhaase ins Gespräch zu kommen. Ich möchte eingangs ein Zitat voranstellen, das ich so treffend finde, dass ich es gern Ihnen vorlese. Jana Simon, eine Journalistin, die für die Zeit schreibt und für den Tagesspiegel, hat 2012 in die Zeit geschrieben über Wolfgang Kohlhaase. Er schreibt die besten Dialoge des deutschen Kinos. Und das seit 60 Jahren. Wo hat er das gelernt? Bewundernswert ist Kohlhaases sprachliche Präzision, wie er Sätzen einen Rhythmus verleiht, Pointen setzt und ganz genau hinsieht, wenn er ein Milieu oder Personen skizziert. Kohlhaase schreibt sehr lebensnah. Seine Dialoge funkeln, manche werden gerne zitiert. 2010 ehrte ihn die Berlinale mit einem goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk. Anlässlich der Verleihung lobte die Jury Kohlhaases Gespür für Authentizität in seinen Figuren wie in seinen Geschichten, seine lakonische, sehr ökonomische Sprache und seine feine Ironie. Wolfgang, schreiben fürs Kino, das ist deine Profession. Du bist am 13. März 1931 in Berlin geboren. Und wir machen gleich einen Sprung, weil wir das sonst alles gar nicht schaffen. Du hast als junger Mann das Glück gehabt, gleich journalistisch tätig werden zu können, nämlich beim Start. Und diese Zeit des Schreibens hast du aber genutzt auch, um dann zur DEFA zu gehen. 1950 bis 1952 hast du als Dramaturgieassistent bei der DEFA gearbeitet. Da war sie ja noch ganz jung. Und seit 1952 bist du dann freischaffender Drehbuchautor und Schriftsteller. Dein erster Film, der hier auch in dieser Box den Anfang
bildet, ist die Störenfriede. Nun muss man dazu sagen, dass es nicht der typische Kohlhaase-Film ist, nämlich deine Idee, dein Drehbuch von A bis Z, sondern du bist zu diesem Film noch hinzugezogen worden. Es gab einen anderen Drehbuchautor, nämlich Herrn Kupsch, und es gab einen Regisseur, Wolfgang Schleif. Und man war der Überzeugung, dem Drehbuch fehlt ein bisschen Pep. Und das sollte eben so ein junger, angehender Drehbuchautor reinbringen. Vielleicht sagst du uns noch mal so ein bisschen etwas zu diesem Film, Die Störenfriede, den ich mir übrigens gestern noch mal angeschaut habe. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, schauen Sie sich diesen Film an. Der hat schon etwas Besonderes. Und ein Stück Wolfgang Kohlhaase guckt da auch schon vor. Ja, und wie kam das alles? Ja. Soll ich erzählen, möglicherweise. Das kam alles, weil das Jahr 45 ein Frühling war, wie es ihn nicht gegeben hatte, nicht in meinem Leben. Es war der Frühling, in dem der Krieg endete. Und um uns herum, die wir Leute wie ich damals 12, 13 Jahre alt in Berlin lebten, hörte der Krieg auf, da wo wir wohnten. Und eine ungeheure Menge von Neuigkeiten stürzte ins Land, kann man sagen. Man hatte gesagt, die Nazis sind eigentlich die Welt. Und wenn sie weg sind, ist die Welt kaputt. Es war nicht so. Und man begriff staunend, es hört nichts auf. Hm. Es fängt etwas an. Und so dachte man auf eine Art und Weise an die Zukunft, die plötzlich sichtbar wurde, die man sich nicht genau vorstellen konnte, aber wo es Türen gab, an die man klopfen konnte, und andere Leute haben die Türen aufgemacht. Es begann das Leben im gewissen Sinne nochmal. Hm. Und so war ich interessiert an, ich habe gerne gelesen als Kind, relativ wahllos, aber mit Meinungen, die ich dazu hatte. Irgendwie kam ich auf den Gedanken, vielleicht könnte ich auch schreiben, weil ich gern erzählt habe. Oder mich haben Leute interessiert, mich haben Umstände interessiert und ich habe mich selbst interessiert. Ich habe mich interessiert. Und so war ich eines Tages ein Journalist. Und obgleich keiner war, ich hatte das ja nicht gelernt oder was. Und wie lernt man schreiben? Wie lernt man sehen? Wie lernt man hören? Alles passierte auf eine spielerische Weise und der große Hintergrund war, der Krieg ist vorbei und soll für immer hinter uns liegen und niemals wieder vor uns liegen. Das war ein sehr starkes Lebensgefühl. Alles ist sehr schnell passiert. Als ich 12 oder 13 war oder 14 beispielsweise, weil ich hinterher ein Journalist war, ein Reporter, in Berlin herumging und über Leute schrieb und nachdachte. Aber als ich 13 war, nur 2 Jahre vorher, habe ich gedacht, in der Zeitung steht, was wirklich passiert. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass das, was in der Zeitung steht, von anderen Leuten da reingeschrieben wird und dass sie ihre Meinung hinzufügen. Da ich dachte, Zeitung, das Wort ist ja klar, da steht drin, was passiert. Und so war mit diesem
mit dieser Suche nach einem Beruf, nach einer Tätigkeit auch das Erstaunen verbunden, dass es ja eine ganze Welt gab, die man uns verschwiegen hatte. Mhm. Und das war die wirkliche Welt einmal, aber es war auch die Welt der Literatur und der Kunst und, wenn man will, des Kinos. Es war eine Zeit der großen Entdeckungen. Und ich muss das sehr verkürzen. Ich war bei der Zeitung, obgleich ich es nicht gelernt hatte. Warum sollte ich nicht bei der DEFA sein, obwohl ich es nicht gelernt hatte? Mhm. Machen hat ja auch immer mit Nachmachen zu tun. Mhm. Man guckt eine Geschichte an und sagt, könnte ich auch erzählen. Oder meist irrt man sich. Meist ist mehr Aufwand in einer Arbeit und mehr Kunst und mehr Erfindung, als man auf den ersten Blick sieht. Und je einfacher sie wirkt, umso schwieriger ist es. Umso schwieriger ist ja das Einfache, ist schwer zu machen. Ja. Und um kurz zu sein, braucht man Zeit. Ja. Seltsamerweise, es ist so. Und so passierte so vieles zur gleichen Zeit. Mhm. Ein anderer Blick auf die Welt, ein anderer Blick auf die Nachbarschaft, ein anderer Blick in die deutsche Geschichte, eine andere Art von Lesen. Mhm. Ich hatte, das Buch meiner Kindheit war Tom Sawyer von Mark Twain. Das hatten wir seltsamerweise zu Hause, obgleich meine Eltern noch nicht lasen eigentlich. Mhm. Dieses Buch hatte sich versteckt anscheinend, um von mir gefunden zu werden. Mhm. Und ich dachte, das ist das schönste Buch der Welt, wenn es dieses Buch gibt. Ja. Du brauchst keine anderen geben. Das kann man immer wieder lesen. Ja. Aber dann kam ein anderes Buch dazu und dazwischen waren nur 3 Jahre vergangen. Mhm. Und dieses andere Buch war ein völlig anderes. Es hieß Stalingrad. Und ein Mann, dessen Namen ich nie gehört hatte, Theodor Plivier, hatte es geschrieben. Mhm. Und eine andere Art von Frage stand in diesem Buch. Wie sind die denn da hingekommen? Mhm. So weit zu Fuß durch die Steppe und hatten da keine Mäntel mit. Mhm. Also das dunkle Geheimnis, das den Namen Stalingrad hatte, wurde in diesem Buch berührt. Mhm. So, und gute Bücher verderben den Geschmack für schlechte Bücher. Mhm. Irgendwann habe ich gewusst, ich habe meine Fragen an Bücher und ich habe meine Wünsche an Bücher und auch an Filme. Jetzt springe ich mal rüber zu Filmen. Ja. Mhm. Ich ging ins Kino wie alle jungen Leute damals und sah die Filme der Nazizeit. Das war eine merkwürdige Mischung von ideologischer Doktrin, von strammem Vaterlandssinn und von Lüge. Das Ganze war verzuckert durch Revue. Also seltsamerweise in diese Filme, die im Krieg gedreht wurden, kein Film kam ohne Treppe aus und da kam das Ballett runter. Mhm. Weil der wirkliche Krieg machte immer weniger Spaß und konnte immer weniger Fragen beantworten. Und rollte zu und man ging ins Kino. Ich bin 6-mal in denselben Film gegangen, weil immer Fliegeralarm war. Es heulten die Sirenen, das wurde abgebrochen. Irgendwann wolltest du mal zu Ende gucken. Ne? Und der entscheidende Satz war, wenn der Filmvorführer sagte, Karten behalten, suchen Sie Schutzräume auf, verlassen Sie das Theater, gehen Sie nach Hause, Karten behalten ihre Gültigkeit. Das war der entscheidende Satz. Und so habe ich, 6-mal war ich unterwegs, um die Geschichte eines preußischen Obersten zu Ende zu sehen, dem der König Unrecht getan hatte. Mhm. Und dann gab es den letzten großen Film, in dem die Nazis auftraten wie die Nibelungen, das war Kolberg. Mhm. Und den habe ich 1945 gesehen. Mhm.
alle haben ihn gesehen, wenn die Kinos noch nicht abgebrannt waren. Wo noch ein Kino, hat man... Hat also ein Monumental. Er war monumental, er war... Und jeder wusste, der Krieg kommt ins Land. Und dieser Film hatte damit zu tun. Aber dann vergingen wiederum nur 3 Monate. Und der Krieg war vorbei. Und die Besatzungsmächte, die nach Berlin kamen, aufgrund eines sogenannten Vier-Mächte-Abkommens, von dem man damals nicht wusste, aber es wurde praktiziert, die Russen brachten Filme mit, die Amerikaner brachten Filme mit, die Franzosen brachten Filme mit. Die ganze Welt, entdeckte man staunend, ist ein zweites Mal da, und zwar im Kino. Die Bilder der Welt, man lebt mit der wirklichen Welt und mit den Bildern der Welt. Und das war eine staunende Entdeckung. Und die russischen Filme des Sommers 1945 waren ältere Filme. Das waren die Filme über den Bürgerkrieg und über die Revolution und über die Roten und die Weißen und über die Verteidigung von Petersburg. Es war so, und die hatten eine seltsame, fremde Musik, diese Filme. Eine nie im Kino nie gehörte Musik. Außer mit meinen sozusagen nicht zuständigen Ohren mal gehört. Und die Musik berührte einen. Aber die Musik berührte, ja. Und man ahnte, hinter der Musik steckt eine, hinter diesem Film steckt eine, ist eine Welt, die eines Tages gerade ins Land gekommen war. Ja. Aber es gibt viel Neues sozusagen. Ja, ja. Und vieles, was anders ist, als man dachte. Wobei die Amerikaner zeigten ihre Slapstick-Geschichten. Die Franzosen erzählten Liebesgeschichten. Ohne Liebe lohnt es sich alles nicht. Hat man gern gesehen. Und die Amerikaner ließen große Autos von großen Brücken fallen. Also eigentlich alle Länder stellten etwas aus, was mit ihnen zu tun hatte. Und man saß zwischen all diesen Filmen und staunte. In diesen 4 Sektoren von Berlin, ne? Die 4 Sektoren von Berlin, Und die es war ja auch ein kultureller Wettstreit. Es war ein Wettstreit und Ost und West bedeutete zunächst ja einfach Ost und West und noch nicht dieser Osten und jener Westen. Also alle diese Dinge füllten sich ja erst allmählich mit einer Realität, die sich sehr schnell änderte in Berlin. Und in dieser Zeit war ich auf der Suche nach der Möglichkeit, für eine Zeitung zu arbeiten. Aber ich hatte einen Freund in der Schule, der wollte Schauspieler werden. Also du brauchtest auch immer Leute, die in eine ähnliche Richtung wollten. Und der Freund hatte eine Freundin und die Freundin hatte eine Freundin. Und so öffneten sich Fenster in andere Wirklichkeiten. Andererseits hatten wir in der Mittelschule, wo mit Zigaretten gehandelt wurde und mit amerikanischem Tubenkäse, hatten wir eine mich bis heute rührende Deutschlehrerin, eine alte Dame, könnte man sagen. Und die hat uns versucht, Fontane zu erklären. Und wir wollten doch nichts von Fontane hören. Wir waren doch gerade aus Preußen herausgerückt und herausgerückt worden. Und jetzt, was war mit preußischer Ehre, mit der Liebe auf den Rittergütern? Ja? Das Wunderbare ist, dass die Frau auf der Schönheit dieser Geschichten bestanden hat. Sie hat den Mut nicht verloren. So hat der größte Teil der Schulklasse mit Zigaretten gehandelt und ein kleinerer Teil, eigentlich 2-3 Personen, begaben sich in die Nähe von Fontane. Und das hat mir einen Blick aufgemacht auf eine andere Abteilung der Welt, auf die vielen Bücher, die es gab. Und so kam eins nach dem anderen, aber es waren spielerische Schritte in ein Leben, von dem man wusste, das wird anders sein. Man
Man wusste nicht, wie es sein wird. Und wenn ich da, mein Freund, der Schauspieler werden wollte, machte Komparserie in der DEFA. Also bin ich mitgegangen, habe geguckt und erinnere mich bis heute an den Geruch vom Scheinwerfer verbranntem Staub. Danach rochen die Ateliers und waren sonst große, nackte Wände mit glatten Wänden. Aber alles hatte einen merkwürdigen Zauber. Alles war. Und man hat diese Illusion gesehen, wie eigentlich wie das inszeniert wird. Ne? Ja, auch. Und hat auch gesehen, dass dahinter Arbeit steckt. Ja, ja. Ein Mann mit einer Mütze erklärt einem anderen Mann, was er machen soll. Diese vielen Gewerke dort, ne? Ja, wie aus der Bemühung vieler Leute etwas entsteht. Also das hat mich sehr früh berührt, diese Partnerschaft beim Filmemachen. Aber da war ich noch bei der Zeitung und ich habe dann 2 Jahre mit, kann ich nur sagen, bleibendem Gewinn für mich. Und mit der Möglichkeit, wunderbare Leute kennenzulernen, die seltsamerweise Zeit hatten, mit mir zu reden. Oder mit uns, kann ich auch sagen. Ich war ja kein Einzelgänger. Ja. Aber es kam, die deutsche Immigration kam zurück. Ich hatte nicht gewusst, dass es eine deutsche Immigration überhaupt gab. Ja. Eine deutsche Sprache kam ins Land, die ich nie gehört hatte. Ich kannte ja nur die Sprache der Nazi-Zeit. Ja. Und so entstand eine große Neugier und zwar immer mit einem merkwürdigen Selbstbewusstsein, das einem zuwuchs. Es war ja eine ganze Generation verschwunden. War tot oder war tot im Hirn. Ja. Tot im Gefühl. Oder noch in Gefangenschaft. Oder noch in Gefangenschaft, fehlte überhaupt. Ja, ja. Und man hatte das Gefühl, warum kann man da nicht dabei sein, wenn so viel Neues passiert? Das ist doch dafür gedacht, dass man sich beteiligt. Und niemand, den ich kannte aus unserer Straße, aus meiner Gegend, aus unserer weit gestreuten Verwandtschaft, niemand hatte jemals einen solchen Beruf gehabt. Die Leute arbeiteten mit den Händen. Und mein Vater war zu dieser Zeit in ferner Gefangenschaft in Lettland. Ich weiß überhaupt nicht, wenn er mich beeinflusst hätte. Hätte gesagt, du gehst in die Fabrik, da gehen alle anständigen Leute hin. Ja. Ja? Da vielleicht hätte ich das auch gemacht. Ich weiß es nicht. Aber so war ich offen für Überraschungen, einschließlich der Überraschung, dass ich mir Dinge zugetraut habe, von denen ich nicht wusste, dass man das einfach probieren kann. Und so war ich dann mit vielerlei neuen Interessen konfrontiert, war ich dann bei der DEFA angekommen, weil ich dort Leute kannte, weil das Ganze auch sich sehr gut anhörte beim Film. Ich dachte, wenn man mal bei der Zeitung sein kann, kann man vielleicht auch beim Film sein. Und also auf jeden Fall. Klingt noch besser, ne? Ist vielleicht noch besser. Also, war in dem Sinne eine große Zeit der Freiheit. Die ersten Jahre nach dem Krieg waren eine große Zeit der Freiheit. An der Stelle würde ich dich mal fragen, das habe ich dich, glaube ich, noch nie gefragt. Wir haben ja schon viele Gespräche geführt, aber ich habe dich noch nie gefragt, ob du die ganz frühen DEFA-Filme, Die Mörder sind unter uns oder Irgendwo in Berlin oder Freies Land oder Ehe im Schatten, ob du die als Jugendlicher schon gesehen hast. Kannst du dich daran erinnern? Da kann ich mich sehr gut erinnern. Und ich fange gleich mit dem Film an, der vielleicht auch zu Recht am meisten Ruhm erworben hat damals. Ja. Und das sind Die Mörder sind unter uns. Ja. Das war mehr als ein Titel, das war ein Programm. Ja. Die Mörder sind unter uns war ein Programm. Ja.
Und wir haben. War ein Spiegel im Grunde genommen, den ja, man sicher. Den und Volk vorhält auch. Ich hatte nie einen Film gesehen, wo ein Mann an einem Gitter steht, durch das man ihn nicht hinauslässt und schreit, ich bin unschuldig. Und er war nicht unschuldig. Der handelte von einer deutschen Schuld. Ja. Gleichzeitig kam, die DEFA konnte ja politisch gesehen nichts anderes sein als eine Anti-UFA. Sie musste diesen ganzen Müll aus der Nazizeit wegräumen. Und es war ja, es waren ja auch verführte Verführungen dabei. Es waren verkehrte Ideale. Ja. Missbrauchte Ideale. Also man sagt, wie man so sagt, man führt die Leute ja, man führt sie eigentlich an ihren guten Eigenschaften ins Unglück. Ja. Nicht einfach in ihren schlechten. Ja. Deshalb ist das so wichtig, welche Richtung eine Gesellschaft insgesamt nimmt und wie sie ihre Ideale formuliert und wie sie mit ihr, mit der Alltäglichkeit umgeht. So. Und dieser Film hat auf uns alle einen großen Eindruck gemacht. Ich schließe jetzt einfach Freunde und entstehende Kollegen. Ja. Plötzlich hatte man Kollegen, als man anfing zu arbeiten. Und war von großer Bedeutung und hat eigentlich auch, es war eine bestimmte Art von Ermutigung, kümmere dich um die Welt, in der du lebst. Denke über sie nach. Lass sie dir erklären, wenn man, wenn man so will. Als ich dann später anfing, das müsste ich ein bisschen springen, wurde das ergänzt durch die Neorealisten. Und wenn die Mörder sind unter uns, versucht bereits eine andere Ästhetik. Ja. Das ist nicht der, das sind nicht die Kinoklischees der Nazizeit. Das spielt ja richtig in den Ruinen, wird es ja gedreht. Ja, ne? Und also. Das, die Merkwürdigkeit ist, Berlin war eine einzige Ruine, aber der Regisseur Staudte ließ eine extra Ruine bauen, weil die sozusagen an den deutschen Expressionismus erinnerte. Ja. Steile Mauerreste und so. Also eine lehrreiche Entscheidung, wenn man denkt, wie kommt die Wirklichkeit ins Kino? Meist nicht, indem man sie nur abbildet. Man muss ihr etwas nehmen oder etwas hinzufügen. So wie auch das helle Blond von Hildegard Knef war richtig und gleichzeitig konnte man auch sagen, so blond ist kaum jemand aus dem Krieg nach Hause gekommen. So schwerelos blond und so. Aber Ehe im Schatten war sozusagen, wenn man anfing, über Filme nachzudenken, eine große, ein großer Film. Das setzt andere Filme nicht, nicht zurück und nicht außer Kraft. Ich würde sagen, irgendwo in der Berlin berühmte ist ja Film auch von, berühmte Film von Metzig war Ehe im Schatten. Aber ein Film, der seltsamerweise weniger vorkommt, ich weiß nicht warum, ist Affäre Blumen von Erich Engel. Ein früher Film mit einer mörderischen Geschichte und wunderbar inszeniert. Ist also, das ist komisch, dass manches bleibt, manches tritt zurück. Aber ich habe durchaus die Unterschiede wahrgenommen, die die Filme einerseits vereint, andererseits auch getrennt haben. Es gab auch anspruchslosere Dinge und so. Aber es gab nun eben die DEFA und man hatte das Gefühl, gleich hinterm Zaun stehen wir eigentlich und haben, und vielleicht kann man, sind das Berufe. Von diesen ersten Sachen, das sind die ersten zwei, drei Jahre nach dem Krieg, kenne ich eben
manche Freunde und Kollegen für die ganze Lebenszeit. Damals hat es angefangen. Mhm. Und es gab so etwas wie ein Generationsgefühl am Anfang. Mhm. Und es ist im Kino nie schlecht gegangen, wenn mehr als eine Person, wenn eine Gruppe von Leuten in dieselbe Richtung gedacht hat. Mhm. So sind die Schulen entstanden. Mhm. Der Neorealismus, die neue Welle, was auch immer. Wenn sich Interessen gebündelt haben. Ja, darauf kommen wir nachher noch mal. Was, auch in den 60er Jahren ist das ja auch noch mal so deutlich. Aber noch mal zwei Sätze zu die Störenfriede. Also der Hermann Werner Kupsch hatte ja das Drehbuch geschrieben. Du wurdest gebeten, da mitzumachen. Das war ja eine tolle Chance auch und das hast du auch genutzt. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen sagen, was dein Anteil an diesem Film war. Also du hast mal in einem Interview gesagt, der Kupsch hat das also so fast 1:1 Makarenko umgesetzt. Also es war sehr sehr didaktisch, es war sehr hölzern und so. Und aber junge Leute sind halt nicht hölzern. Hast du diesen Esprit der jungen Leute, an der Generation warst du ja auch viel, viel näher dran. Was war dein Beitrag an diesem Film? Also den Esprit der jungen Leute, da würde ich mich schwer tun, ihn jetzt entdecken zu sollen in dem Film. Nein, es fängt ja damit an, dass die DEFA vom Programm her, sie machte 6 oder 7 Filme im Jahr. Und sie hatten beschlossen, sie wollen einen Kinderfilm machen, grundsätzlich. Und nun drängt sich in diesen Kinderfilm, in das gesamte Kunstleben der DDR, gab es ja außer der realistischen Richtung, gab es auch eine didaktischere Richtung, eine pädagogische, ein Film, der weniger an seine Schönheit dachte und an seine Glaubwürdigkeit, sondern bestimmtes Gepäck trug und einem bestimmte... Man kann auch sagen, propagandistische so, Richtung. Das hat sich nicht sehr gut vertragen. Aber dass man überhaupt dachte, wir müssen Filme für Kinder machen, hatte natürlich auch die Schule von anderen Kinderfilmen, die es ja, es hat immer Filme mit Kindern gegeben. Die berühmte Schiller Tempel war also, gehörte nach Amerika und die Russen. Emil und die Detektive waren. Ja, und die Russen hatten einen Film, der hieß Timur und sein Trupp. Ja. Also es gab, wer damals 6, 8 Jahre war, entging diesem Film nicht. Da ging man hin. Das wollte man sehen. Ja. Und so hatte Kupsch so eine Geschichte gemacht. Die Geschichte war relativ harmlos, wenn man so will. Man muss nur nicht an heutige junge Leute denken, das führt Evo in die andere Ecke. Aber es waren eigentlich relativ brave Kinder. Und der gewünschte Junge oder auch der junge Pionier, die Kinder waren in den Pionieren organisiert. Also es hatte etwas von heiler Welt. Und wenn die Kinder rebellierten, dann rebellierten sie eben eigentlich nicht, sondern sie fragten ihren Lehrer. Und der Lehrer sagte ihnen. Und so ist der Film, sagen wir mal, von einer eingeschränkten Lustigkeit, weil die Kinder letzten Endes... Die Kinder sind, wie Kinder sind. Es ist nicht unsympathisch. Aber was habe ich daran gemacht? So gut, sehr wenig. Weil diese Blickrichtung war nicht meine. Aber diese Geschichte war ja stecken geblieben während des Schreibens. Also sie gefiel nicht. Sonst wäre sie schon, ohne dass mich jemand gefragt hätte, produziert worden. Aber die Kommission und die Direktion der DEFA, das gab es ja schon alles, es gab ein Übermaß an theoretischer Diskussion. Wie muss der Held sein, der Neue? Wie muss der positive Held sein? Das heißt, der Mensch, der positiv in die Welt tritt. Ja. Und das alles war ja 3 Jahre nach dem Krieg oder 4. Also es waren auch komisch
ein bisschen komisch forcierte Vorstellung, dass sich Dinge so sehr einfach entwickeln würden. Und immerhin wollte man diesen Kinderfilm machen und Kupsch hatte auch nur ein oder zwei Filme. Kupsch war für mich ein älterer Mann, obgleich er war Anfang 40, aber ich war ja Anfang 20, also so, das verschiebt die Relation. Und ich habe einfach versucht, die Geschichte so zu schreiben, dass sie läuft, dass man ab und zu lachen kann, dass man so, also ich habe versucht, mir einen Film auszudenken mit Kindern in der Schule, den ich mir selbst angesehen hätte. Ja. Also ich habe versucht, es ist kein Schwergewicht geworden, sondern dem Film eine gewisse Leichtigkeit zu geben. Und nur in diesem Zusammenhang, und auch, dass diese Kinder eine hohe Glaubwürdigkeit hatten, auch als Mitwirkende, kann man sagen, in Ordnung, es gab sowas. Aber ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, das ist die Richtung Kino, die ich machen wollte. Denn das war schon die Zeit, als die Neorealisten aufgetaucht waren. Und wenn du an einen Film wie Fahrraddiebe denkst oder Rom 11 Uhr oder Wunder von Mailand und so, dann begreifst du, wenn es Vorbilder gab, dann lagen sie dort. Wo denn sonst? Die lagen ja nicht bei der Schulpredigt oder so. Aber der Film kam dann heraus und hat auf eine, glaube ich, verwendbare Weise getan, was er tun konnte. Also ein Publikum von Kindern und den angeschlossenen Eltern zu unterhalten und auf das Leben hin zu deuten, ja. Er hatte immerhin 4,4 Millionen Zuschauer. Das ja, war schon was. Da muss man natürlich wissen, es gab kein Fernsehen. Ja, ja. Und dass es wieder Filme gab, auch in Ostdeutschland, in der späteren DDR oder in der gerade gegründeten DDR, Filme gab, das war ja, hat ja viele Leute interessiert. Das wollte man ja sehen. Und gleichzeitig guckte man besonders kritisch auf den DEFA-Film. Ja. Wenn das Publikum bei bestimmten Fragen, die erwähnt wurden, klüger war als der Film, das ließen die Leute den Film natürlich merken, indem sie nicht hingingen. Also die DEFA hatte immer auch, war ja immer eine offene Grenze. Es liefen immer 20 Filme oder 10, die importiert waren und natürlich richtiges Kino waren, verglichen mit unseren absichtsvollen, aber auch sehr schonenden Umgang mit der Realität. Aber für mich war es die erste Chance. Und als das Studio die Chance an einem Drehbuch mitzuarbeiten und als das Studio dann den Gedanken, der sich auf das junge Publikum richtete, ergänzt hat und sagt, wir wollen nicht nur Kinderfilme machen, ab und zu auch, aber wir wollen Filme für junge Leute machen. Ja. Wir müssen für diese Generation, die zwischen den Stühlen groß wird, da stand inzwischen der Weststuhl und der Oststuhl, so, und es war die Stadt Berlin mit ihren Abenteuern und auch ihren Rätseln, Also beschloss man, von den 6, 7 Filmen, die das Budget hergab, mehr Geld war gar nicht da, 2 Filme in eine solche thematische Richtung zu machen. Und da ich schon an einem Film halb mitgeschrieben hatte, galt ich als Spezialist. Merkwürdig gingen die Wege. Und
in dem Zusammenhang lernte ich einen wunderbaren Partner kennen, Gerhard Klein, ein Regisseur, der noch keinen Spielfilm gemacht hatte, aber dokumentarische Filme. Und wir kriegten sozusagen erzeugten eine gewisse Erwartung, wir könnten solche Filme eventuell machen, und wir haben es versucht. Und so entstand als nächster Film schon etwas näher dran, an dem, was ich eigentlich machen wollte oder dachte, dass ich machen könnte. Da kam dann Alarm im Zirkus, dann kam eine Berliner Romanze, sozusagen die unvermeidliche Ost-West-Liebesgeschichte. Und dann kam als der, glaube ich, gewichtigste Film Ecke Schönhauser. Und noch etwas ist da passiert mit uns. Die DEFA war ja besetzt mit einer merkwürdigen Mischung von Routiniers, die schon immer Filme gemacht hatten, auch in der UFA, auch im Krieg. Die Kameraleute haben für die Wochenschau gearbeitet. Und es war eine Mischung. Für die Spielfilme auch. Ja, und auch für. Es war eine Mischung aus Routiniers und Dilettanten. Wir waren die Dilettanten. Ja. Und von dem Gesichtspunkt her waren die Neorealisten, die auch angefangen hatten als Straßenfilmer mit der Kamera auf der Ecke. Angefangen hatten mit Laiendarstellern. Also sozusagen die wunderbaren Möglichkeiten der Schauspieler, das war zunächst nicht ihre Strecke, sondern sie suchten Gesichter, sie suchten Natur, sie suchten das so, wie es wirklich ist. Und das alles konnten wir, wenn wir darüber nachdachten, bei wem wir abgucken wollen, gut gebrauchen. Das konnte man sich zutrauen. Wir hatten im gewissen Sinne ja Angst vorm Atelier da, weil wir wussten, da sitzen die Leute, die seit 25 Jahren immer dasselbe machen und das auch können und oben sitzen in der Pause und ihre Stullen essen und hochmütig auf die Anfänger herabblicken. Also das war unsere Arbeitssituation. Aber wir konnten diese Filme machen, die dann zum Teil auch zu politischen Kontroversen führten oder zu kulturpolitischen. Es ist ja nicht immer, wo es Meinungsverschiedenheiten gab oder auch Ungeduld oder auch Ungerechtigkeit. Man muss darüber reden und man soll das nicht vergessen und man soll es möglichst genau beschreiben, wo lagen die Probleme in der Filmproduktion. Aber man muss daraus keine Lebenskonflikte letzten Endes machen. Es wurde dann manches unbequem und schwer und auch töricht in der Filmpolitik. Bloß da muss man dann detaillierter darüber reden. Aber so war der Anfang, wenn ich an mich denke und an Gleichaltrige. Das war damals Konrad Wolf kam, der war noch in Moskau an der Hochschule, war aus der Armee weg. Frank Beyer war an der Filmhochschule in Prag. Die Filmhochschule in Babelsberg machte auf, auch ein Kind der DEFA. Heiner Caro zum Beispiel, meine ich, auch aus der, nenne nur die aus der Generation, ging auf diese Filmhochschule. Die machte eine Schauspielklasse auf. Also wir waren plötzlich beim Film und hätten gar nicht ganz genau erzählen können, wie das eigentlich kam. Nun hast du ja mit Gerhard Klein, also Alarm im Zirkus hatte 54 Premiere, hast du 16 Jahre zusammengearbeitet. Also du hast schon genannt, eine Berliner Romanze 1956, 57, Berlin-Ecke Schönhauser, der wohl bekannteste und beliebteste Film. Dann ein besonderer Film, den ich ja sehr schätze und zu dem wir ja auch mehrere Gespräche vom Publikum schon gehabt haben, nämlich der Fall Gleiwitz.
der Fall Gleiwitz, der sich auszeichnet durch eine fantastische Kameraführung eines tschechischen Kameramannes und auch einer stummen Rolle von Hilmar Tate, die man nicht vergisst. Ja? Also ein wirklich wichtiger Film über den, ja, über die Lüge des Überfalls der Polen auf die Deutschen, den Hitler dann so in der Propaganda zum Anlass genommen hat, also diese Lüge, jetzt wird zurückgeschossen. Das war ein Film, und du hast das ja in vielen Gesprächen auch immer wieder betont. Dich hat auch immer interessiert, was mit Deutschland war. Du hast es als Kind miterlebt. Und dir war auch immer wichtig, in deinen Filmen, später bei Konrad Wolf, der erste Film, Ich war 19, machst du es ja ganz deutlich, eben dem Publikum nochmal klar zu machen, was haben die Nazis angerichtet. Also das war, glaube ich, Wolfgang, für dich immer ein ganz wichtiger Aspekt auch. Ja, ich habe eigentlich nur zwei Themen gehabt oder habe sie streng genommen bis heute. Das eine ist der Hintergrund meiner Kindheit und das ist der Krieg und die Nazizeit. Und schließt natürlich ein die Frage nach dem Leben meiner Eltern. Und wie viel Leben ist missglückt und wie viel Leben ist verschwendet worden? Wie viel Leben ging einfach vorbei, ohne dass es zu sich selbst fand? Also in dem Sinne die deutsche Geschichte, aber gesehen aus der Betroffenheit, die sie im Großen wie auch im Alltäglichen herbeigeführt hat. Und das andere war eigentlich wie ein Kontrapunkt dazu. Geh aus der Haustür und guck dich um. Was machen die Leute so? Worüber freuen sie sich denn? Also nah am Leben zu bleiben. Ja, ne? Nah dran zu bleiben, ja. Und zu sagen, ja. Ja. Die Königin ist eine große Kinofigur. Das Mädchen an der Ecke ist auch eine große Kinofigur. In der Regel kennt man das Mädchen an der Ecke besser als die Königin. Also muss man sich nicht wundern, wenn die öfter vorkommt im Film. Ja. Also insofern ist doch klar, was sind Filme und die Rollen, aus denen sie sich zusammensetzen, anders als ein Blick, der als der alltägliche Blick, aber mit liebevollen Augen, wenn du willst. Also mit den was sind die Hauptdarstellerinnen und was sind die Männer dazu? Und was sind die Gesichter der Schauspieler? Welche wunderbare Angebot. Warum? Die Leute gehen zu den Schauspielern. Wir haben doch lange, denkt man darüber nach, wie wichtig ist so jeder Beruf. So, also natürlich kannst du sagen, die Drehbücher, alles, aller Anfang fängt mit dem Drehbuch an, völlig klar. Aber sag, was ist ein Film ohne Bilder? Das ist die Kamera. Ein Mann muss das zusammenhalten und sortieren und die Übersicht nicht verlieren. Ist der Regisseur, ja. Und er muss den Schauspielern ein paar Dinge sagen, ohne sie zu ärgern. Ja. Also, muss sie zähmen auch manchmal. Ja, und er muss, ich habe, Detlef Buch hat mal gesagt, ein gutes Drehbuch erkennt man daran, dass die Schauspieler morgens früh gern aufstehen. Also sich auf den Tag freuen. Es ist sehr indirekt, aber es ist nicht falsch. Ja. Und insofern, warte mal, wo war ich jetzt? Jetzt war ich. Na,
Na, am Leben, also du hast ja jetzt die Gewerke. Ach so, ja, ich und, sage, und was also macht die, der Drehbuchautor die, jetzt? Die Geschichte ja. in ihrer Dummheit, in ja. ihrer, auch in ihrer Aussichtslosigkeit und wiederum mit ihrer Hoffnung mhm. und andererseits das Leben da, wo du wohnst, mhm. da, wo du es kennst auch. Mhm. Man erzählt ja die besseren Geschichten über Dinge, über die man etwas weiß. Ja. So. Ja. Also das war auch die, und die, was ich eigentlich mit beinahe allen geteilt habe, war auch diese Lust, Alltäglichkeit zu entdecken. Und zu sagen, Kino ist die Kunst in den großen Städten. Kino kommt mit den großen Städten überhaupt auf die Welt. Und Berlin ist eine große Stadt. Und jetzt alles zusammengenommen und was wir wissen, dann ist es auch eine dramatische Stadt, eine Stadt, aus der viel Unglück über andere Städte gekommen ist, aber die auch ihren Preis bezahlt und hat. Und dann kommst du wieder an, wie kamen die Russen in meine Straße? Also das eine hat ja mit dem anderen zu tun. Ja, ja. Also diese 16 Jahre mit Gerhard Klein, also ich habe das immer so, auch aus deinen Erzählungen, was ich gelesen habe, wart ihr, glaube ich, ein kongeniales Paar. Ihr konntet gut miteinander, ihr wusstet umeinander, ihr konntet euch aufeinander verlassen. Ja, Klein kam aus der Laumkolonie und ging als Kind ins Kino. Das Kino war ein Korridor, das hinten einen Knick hatte. Und da stand ein angekippter Spiegel. Ja. Und man konnte für 40 Pfennig, so hat er es erzählt, ja, ja. Also, man konnte für 40 Pfennig in dem geraden Korridor sitzen mhm. und auf die Leinwand gucken. Oder du konntest für 20 Pfennig im Knick sitzen und über den Spiegel auf die Leinwand gucken. Und er hat natürlich gern erzählt, dass er immer für 20 Pfennig um die Ecke geguckt hat, mhm. weil das war ein Nachweis seiner proletarischen Herkunft, wenn du willst. Ja. Aber da fällt mir noch mal ein, in der die Kindheitsfilme. Wir haben merkwürdigerweise bis in den Krieg hinein noch die Amerikaner waren ja noch nicht im Krieg, aber auch englische Filme, es hingen noch so Sachen über, bevor das aufhörte. Und die 40 Pfennig spielen auch in meiner Erinnerung eine Rolle, weil ich nur alle zwei Wochen 40 Pfennig kriegte. Und ich hatte Freunde, die kriegten jeden Sonntag 40 Pfennig. Also die sahen Filme, die ich nicht sehen konnte. Aber das Merkwürdige war, mich hat nicht so sehr verletzt oder ich habe nicht so sehr bedauert, dass ich diesen oder jenen Film nicht gesehen habe, sondern dass ich am Montag früh auf dem Schulhof nicht mitreden konnte, wenn der Film noch mal vorgespielt wurde und wie der mit dem Messer durch die Zeltwand ging und wie die Schlacht am Blauen Berge sich entwickelt hat. Ja, ja. Und das zeigt das Kino auf jeden Fall immer auch Kommunikation bewirkt. Mhm. Und man diese Art von Gesellschaftlichung einer Geschichte durch die Multiplikation, die über das Publikum entsteht, eine der wichtigen Qualitäten ist, die Film braucht und wenn er Glück hat, auch hat. Wolfgang, Gerhard Klein ist ja mit 50 Jahren 1970 gestorben und du hast dich einem anderen Regisseur dann
angeschlossen für 13 Jahre, nämlich Konrad Wolf. Und der erste Film, ich war 19, ich finde, es ist ein Meisterwerk der DEFA, ein Film, der einen immer wieder ganz tief beeindruckt. Der zweite Film von Konrad Wolf ist so ein Geheimtipp eigentlich. Der nackte Mann auf dem Sportplatz. Je öfter man den sieht, desto besser wird der. Das ist ein Film, der also rauskam, nicht so eine Beachtung fand, aber ich kann nur jedem ans Herz legen, der nackte Mann auf dem Sportplatz, den Film sollte man sich einfach mal anschauen. Dann kommt Mama, ich lebe, 1976. Und dann kommen wir auf den Film zu sprechen, weil wir ja sonst das gar nicht schaffen. Solo Sunny. Das war ein preisgekrönter Film. Die Hauptdarstellerin Renate Kössner, die im vorigen Jahr leider viel zu früh verstorben ist, hat dort den Silbernen Bären bekommen. Und der Film wurde sofort auch in der Bundesrepublik gezeigt. Also der hat weltweit Beachtung gefunden. Und das ist auch wieder ein Film, wo du an deine Berlin-Filme anknüpfst, ja, die wir ja schon genannt hatten. Also einen hatte ich jetzt noch, möchte ich noch nachtragen, Berlin um die Ecke. Das war der Film, der nach dem 11. Plenum verboten worden ist. Aber hier bist du wieder richtig in deinem Metier. Und dieses Metier beweist du dann nochmal mit Andreas Dresen, Sommer vom Balkon. Das sind ja so Filme, die so irgendwo eine Art Verwandtschaft haben. Du hast gesagt, für dich war es immer wichtig, zu schreiben, das, was du kennst, was dir nahe ist und ich glaube auch, was du liebst. Denn irgendwie spürt man aus deinen Filmen auch immer, dass du Berlin liebst und auch durchaus die Schmuddelseiten zeigst, aber das gehört eben auch dazu. Solo Sunny, vielleicht dazu noch mal ein paar Worte, weil das einfach ein Kultfilm ist. Ja, das ist eine große Figur wahrscheinlich, auch eine Kinofigur. Es zustande gekommen ist das, indem ich jemand kannte, der so etwas wie ein Modell war für aber ich kannte sie ganz lange und hatte nicht gleich den Gedanken, das ist eine Filmfigur, sondern das ist ja sowieso merkwürdig, wenn du die Ideen einfach nur reinbitten müsstest, dann wärst du ja umsingelt von guten Einfällen. Aber manchmal geht man lange herum und dann plötzlich hat man das Gefühl, in einer Sache steckt mehr als ein kurzer Gedanke oder so. Wie hast du das Conny nahegebracht? Habt ihr darüber schon vorher gesprochen, bevor du angefangen hast? Ich habe das, wie ich oft gearbeitet habe, eine Sache erstmal auf 10, 20 Seiten notiert. Ja. Und zwar, um sie nicht zu vergessen, um sie zu überprüfen und um über die Fakten, die in ihr stecken, hinaus eine Tonlage zu finden. Manchmal hast du eben mit drei Sätzen wird eine Figur lebendig. Oder ja. So. Aber das Ganze ist immer etwas, beides immer, finden und erfinden. Denn bevor aus einem Menschen, den man irgendwo kennengelernt hat und
den man gerne in einem Film zeigen würde, bevor das die wirkliche Figur eine Filmfigur wird, muss es ja eine Rolle für einen Schauspieler sein. Das heißt, er muss dem Schauspieler, es muss dem Schauspieler die Situation, die Konflikte, das Gegenüber, die Partner, die Zeit und die Umstände der Zeit, das alles muss dem Schauspieler zur Verfügung stehen, damit er damit eine Figur, gerade habe ich etwas gelesen, was aus einem Gespräch mit Andy Dresen, genau zu diesem Punkt, dass jemand sagt, der es sehr gut meint und macht, das war im Falle von Solzhenitsyn und sagte, das war nicht Solzhenitsyn, das war Sommer vom Balkon. Sommer vom Balkon. Auch die Geschichte zweier Mädchen. Ja. Und jemand sagte, es hat uns sehr gefallen und es ist ein schöner Film. Es ist wie im Leben. Mhm. Und ich habe gesagt, wenn es wie im Leben ist, dann hat es vielen Leuten viel Arbeit gemacht. Mhm. Weil das Leben kommt nicht in den Film, will da auch nicht unbedingt rein. Ja, ja. Zusätzlich musst du über das Leben mehr wissen, als das Leben in diesem Augenblick ausmacht. Mhm. So, also, und es gab eine Frau, die sich eben in dem Milieu, das dann in Solzhenitsyn sich öffnet, versucht hat, durchzuschlagen und Erfolg hatte und Misserfolg hatte. Mhm. Und viele Leute kannten sie sagen wir mal so, es kannten sie nicht so viele, aber sie war ein sehr bemerkbarer Mensch. Mhm. Sie hatte Selbstironie, sie hatte Härte, sie war rücksichtslos, sie war auch liebevoll. Also sie war ein starker Mensch, voller Widersprüche und wohnte im Prenzlauer Berg und alle kannten sie unter dem Namen Sani. Das war ein tatarischer Vorname und dass sie als Tatarin in Berlin lebte, ursprünglich in Potsdam und dann in Berlin, hat schon wieder zu tun mit dem Krieg, denn ihre Eltern waren hierher deportiert worden und waren verschwunden. Also es begegnen einem sozusagen auf den verschiedensten Wegen dann immer ähnliche Fragen. Wie ist diese Welt? Wie ist sie wirklich? Und wie wollen wir denn über sie reden? Aber ich empfinde Solzhenitsyn als einen unglaublich ehrlichen Film, der dieses Milieu der Unterhaltungskunst auch sehr, sehr gut nachzeichnet. Der Film lebt auch von der grandiosen Musik von Günter Fischer natürlich. Das war sicherlich ein großes Glück, auch eben die Renate Krössner für diese Rolle zu finden. Wunderbar, wunderbar. Also, sie hatte vorher schon eine bemerkenswerte Rolle gespielt, weshalb sie, glaube ich, dem Konrad Wolf wahrscheinlich auch sehr nahe gekommen ist. In der Fernsehverfilmung Zyankali hat sie die Hede gespielt. Ja. Das war natürlich das Stück seines Vaters und Zyankali war ja auch ein großer Erfolg in der Weimarer Republik. Ein wichtiger Film, der auch nochmal in der Bundesrepublik, als es um den Paragraphen 218, um die Frauenbewegung ging, eine große Rolle gespielt hat. Kommen wir zum nächsten wichtigen Regisseur, weil die Zeit schon uns wieder ein bisschen wegläuft. Das ist dann Frank Beyer. Nach Connys Tod kommt als nächster Film eine Literaturverfilmung von Hermann Kant, ein bekannter Roman, Der Aufenthalt, Regie Frank Beyer.
und eigentlich bei dem Film auch wieder das große Glück, wie bei Solo Sunny, ein Hauptdarsteller, der ja grandios spielt, Sylvester Groth. Also Jackie Schwarz würde ich auch schon nennen, weil Ich war 19, ja auch so ein noch völlig unbekannter Hauptdarsteller, der Kultstatus auch mit diesem Film errungen hat. Und hier Der Aufenthalt. Ich finde, ein wichtiger Film. Ich finde, es ist ein sehr, sehr wichtiger Film. Ein Film, der mir sehr wichtig ist und ich glaube, auch für Silvester wichtig ist. Ja. Und eine große und ungewöhnliche Geschichte, weil da fängt ja wohl ohnehin alles an. Welche Geschichten erzählst du wem? Hm. Und wie und ja. Wann und wo und warum? Ja. Und das ist eine große Geschichte. Es gab den Roman und es gab das Angebot für Frank Beuer und wir sind dann über den Roman ins Gespräch gekommen. Und es ist schlecht, über Filme zu reden, die man nicht gerade sieht. Ja? Ja. Die man nicht gerade sieht. Aber es geht ja auch um die Schuld im Krieg. Ne? Also das ist ja so, dass jemand wie in der Antike fast unschuldig trotzdem schuldig ist. Ja? So ein Aspekt ist da mit drin. Ne? Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen heißt der Satz. Ja. Ja, das ist sicher. Ja. Das ist eine... Es ist vor allen Dingen auch eine wunderbare Arbeit aller Beteiligten, muss ich sagen. Die Geschichte liefert, der Roman ist ja ein stärkeres Buch mit sehr viel mehr Vorgängen. Ja. Der Film ist sozusagen die aus dem Roman herausgezogene Novelle, der ungewöhnliche Vorgang. Das ist ja die große Kunst, die du dann an den Tag legen musst, aus einem opulenten Werk etwas zu machen, was dann ein Film wird und trotzdem irgendwo das Buch nicht gänzlich verrät. Das ist klar. Du musst von dem Buch weg, damit du zu ihm zurückkommen kannst. Ja. Ist klar. Aber das ist nicht, indem man es langsam umblättert und die Seiten verfilmt. Nein, du musst seine Essenz eigentlich. Ja. Musst du gewinnen. Nebenbei gesagt, habe eben zugehört, also Renate Köstner hat ein großes Verdienst, dass Solo Sunny so geworden ist, wie er geworden ist. Ja. Ich will das jetzt gar nicht weiter auseinandernehmen. Sylvester Groth gibt dieser Figur im Aufenthalt sozusagen ein Gewicht und eine Substanz, die, glaube ich, ebenfalls den Film trägt. Ja. Du hattest jemand... Jackie Schwarz, Ich war 19. Kein Ich war 19 ohne Jackie Schwarz. Ja. Und wenn wir jetzt nur an diese drei denken, dann und nicht an alle guten Schauspieler, mit denen man zu tun hat. Ja. Wenn wir nur an diese drei denken, dann kann ich sagen, Geschichten werden auch groß durch Schauspieler. Ja. Alle drei Filme, die wir jetzt genannt haben, sind nicht vorstellbar ohne diese Gesichter. Und wenn man so will, ist es die Korrektur unserer heiligen Anfängerüberzeugung. Man nimmt keine Schauspieler, man nimmt das Leben direkt. Das ist ja auch nicht völlig falsch. Ja. Nur wir waren natürlich als Anfänger, wir hatten auch keine großen Schauspieler und die wollten auch nicht dringend mit uns arbeiten, wenn man so will, als Anfänger. Aber wir
wir waren auch große, als sozusagen in Klammern, als Neorealisten, neorealistisch infizierte Leute waren wir natürlich auch große Puristen. Mhm. Weil wenn du deine eigenen Wege suchst, dann, das eine ist, du findest dich selbst, aber du kannst natürlich auch sehr schnell an den Punkt kommen, dass du denkst, man kann es überhaupt nur so machen. Mhm. Meist stimmt das aber nicht. Und wenn man die Geschichte erzählen würde, die vom Fall Gleiwitz, dann ist sie ein Gegenbeispiel. So. Weil das ein Film ist, wo die Kamera nicht versteckt ist und wo jede Einstellung einen poetischen Aspekt hat. Aber das kann man jetzt hier nicht auseinandernehmen, wenn man es nicht ansehen kann. Wir wollen trotzdem aber noch über ein paar wichtige... Ja, ich will nur sagen, auf jeden Fall, so viel habe ich mir in einer längeren Zeit der Beschäftigung mit all diesen schönen Berufen ist mir klar geworden, es gibt keine Formeln. Setze nicht auf Formeln. Und es gibt auch kein Erfolgsgeheimnis. Kein Erfolgsgeheimnis. Nee. Und es gibt keine ein für alle Mal richtige Blickweise. Ja. Wenn du aus dem Haus gehst, weil du nicht die Welt untersuchen willst, sondern weil du deine schon mitgebrachten Meinungen bestätigt haben willst, da kannst du viel versäumen. Ja. Also diese Neugier braucht man, die ist ja bei dir auch bis heute da. Also ich will nur noch zwei Filme von Frank Beyer nennen, Der Bruch, und dann hast du mit ihm 1997 noch Der Hauptmann von Köpenick gemacht, mit Junke in der Hauptrolle. Ja. Ein Film, der aber sehr persönlich doch auch deine Handschrift trägt, ist die Grünstein-Variante. Weil du hast ja gesagt, du hast auch immer gern zugehört, wenn Leute erzählen, und es gab begnadete Erzähler, und ein begnadeter Erzähler, wie du mir immer gesagt hast, war Ludwig Turek, der aus seinem Leben unendlich viele Geschichten immer wieder beitragen konnte. Und daraus ist die Grünstein-Variante erst als Hörspiel entstanden. Denn an der Stelle möchte ich auch noch mal betonen, dass du ja nicht nur der Drehbuchautor bist, du bist ja auch der Autor. Du hast ja eine ganze Reihe wichtiger Erzählungen auch geschrieben. Silvester mit Balzac war eine frühe Arbeit. Und hier ist noch mal etwas bei Wagenbach gerade herausgegeben worden, sicherlich auch zum 90. Geburtstag, Erfindung einer Sprache und andere Erzählungen mit einem Nachwort von Andreas Dresen. Also du bist eben immer auch Autor gewesen. Aber die Grünstein-Variante ist eine sehr schöne Geschichte, da du ja auch gern Schach spielst und weißt, dass ich ein begeisterter Schachspieler bin. Handelt das natürlich auch vom Schachspielen in einer Zelle. Ne? Ja, was soll man da machen? Ich meine, da muss man den ganzen Film erzählen. Nein. Ich will nur sagen, das war Bernhard Wicki, war der Regisseur. Das war auch ein großer, großer wunderbarer Regisseur. Schauspieler. Ja, war auch, Weil ich, aber dass wir jetzt bei Schauspielern ankommen oder so, die man ja auch einem gedachten Zuhörer in Erinnerung rufen kann, weil muss ich sagen, die Freude an Schauspielern, auch die Hoffnung auf Schauspieler und auf die besonderen Erfindungen, die sie machen aus ihrer besonderen Berufslage, ihre Verwandelbarkeit oder ihre Unverwandelbarkeit, alles sind große Qualitäten, die für mich sozusagen, wenn man sich eine Geschichte überlegt, und das geht ja manchmal leicht und manchmal weniger leicht, aber eine Quelle der Ermutigung ist
die Erinnerung an Schauspieler und die Hoffnung, wieder mit ihnen zu tun zu haben. Wolfgang, du hast mit Heiner Caro Begräbnis einer Gräfin gemacht. Ich habe mir jetzt noch mal den Film angeschaut, Die Stille nach dem Schuss, Volker Schlöndorff, mit Philipp Stölzel, Baby. Oder wurde das Barbie aus? Nee, Baby. Ja, ja. Dann aber noch mal eine ganz wichtige Zusammenarbeit mit Andreas Dresen. Und die begann 2005, da warst du schon Mitte 70 fast. Andi ja eine andere Generation. Aber Sommer vom Balkon war ein grandioser Kinoerfolg, ein wunderbarer Film, der, wie hat, sagte ich vorhin schon, der angeknüpft hat. Dann Whisky mit Wodka und Als wir träumten. Nochmal also die Zusammenarbeit mit Andreas Dresen, die dir, glaube ich, auch, wenn wir die großen Regisseure genannt haben, glaube ich, gehört in diese Kategorie auch Andreas. Andi ist ein großer Regisseur. Ja, ja. Das ist kein Zweifel. Ja, ja. 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 Dann hast du mit Andreas Kleinert noch Haus und Kind gemacht, mit Matti Geschonek in den Zeiten des abnehmenden Lichts, auch eine Literaturverfilmung von Eugen Ruge. Auch wieder hast du ja ein ähnliches Prinzip, wo du das auch sehr verdichtest, nicht? Eigentlich auch ja, wieder sehr fokussierst. Ja, ja. Gut. Man kann es ja gar nicht anders machen. Ich weiß nicht, man kann es auch anders machen, ja. Aber es gibt schon so, sagen wir mal, außer nicht nur eine ökonomische Logik, es gibt auch eine ästhetische Logik, wie groß du den Körper einer Erzählung begreifst. Also was man für ziemlich sicher nehmen kann, so viel Personen wie nötig und so wenig Personen wie möglich. Also die Konzentration eines Sujets ist ein Teil der Arbeit. Und weglassen ist eine schöne Übung. Und ein Satz, den ich gern habe und deswegen öfter mal sage, was gestrichen ist, kann nicht durchfallen. Also man darf nicht über die eigenen Füße stolpern, aber man muss auf das, was man tut, versuchen, mit diesem doppelten Blick zu gucken, aus der Nähe und aus der Ferne, damit die Sache ihre Plastik kriegt. So. Wolfgang, die Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt hatte im Vorfeld einen Aufruf gemacht, wer Fragen hat. Also ich habe jetzt 4 Fragen, die ich dir ja unbedingt noch stellen möchte. Die erste Frage ist, Sie haben ja Drehbücher für sehr viele Filme geschrieben. Welcher Film oder Filme sind Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben und warum? Die Filme, die... Die wir genannt haben, ne? Ja, die haben wir schon genannt. Ja. Oder ich will sagen, die Filme, die offensichtlich einer nennenswerten Mehrheit von Leuten im Kino, einem Publikum, die gefallen haben, die funktioniert haben, die sehe ich natürlich in Erinnerung. Und wenn ihr Erfolg auch damit zu tun hat, dass sie gut gemacht sind oder ja. keine billigen Effekte haben, sondern ihre Sache mit Anstand erzählt haben. Ja. Und das hat ein Publikum interessiert, dann komme ich natürlich auf die 4, 5, 6 Filme,
die jedem einfallen, wenn wir über dieses Thema sprechen. Ja. Nicht? Also ich, in dem Sinne habe ich, sind natürlich die Filme, die die größten Erfolge waren oder die größten, das größte Gewicht hatten oder beides hatten, Gewicht und Erfolg. Da kommst du immer, kommst du auf Ich war 19, auf Solosani, auf Aufenthalt, auf Sommer vom Balkon. Ja. Ja. Also es so Berlin-Ecke-Schönhauser. Berlin-Ecke-Schönhauser ist, ja, ist zu meinem Vergnügen ein haltbarer Film. Hm. Überleg mal, der ist über 60 Jahre alt und lebt auch von Ecke Schall, ne? Und lebt Schwill, von Ecke Schall, auch einem in dieser Rolle bemerkenswerten Schauspieler. Ja, ja. Und Oh ja, das haben wir jetzt gut beantwortet. Ihre Dialoge sind einmalig. Sind Sie eigentlich immer mit dem Notizblock durch den Alltag gestiefelt und haben bei den Leuten auf der Straße in Anführungszeichen geklaut? Hast du eigentlich schon beantwortet, aber... Überhaupt nicht. Ja. Ich bin nie mit dem Notizbuch... Das ist vielleicht keine falsche, kein falsches Handwerk, ein Notizbuch bei sich zu haben, weil ich nicht, dass ich mir so viel merke. Ich merke, wie viel ich vergesse. Das ist, wo ich sage, hättest du dir das mal aufgeschrieben oder notiert oder so. Aber generell kommt Dialog, kommt aus der Komplexität einer Figur, einer Situation, wenn du willst, auch einer Gegend. Aber man darf keine Ausdrücke abschreiben und kein Jargon. Nichts ist so unmodern wie das Moderne von gestern. Also das taugt gar nicht, sondern die Art des Sprechens ist eine Art des Denkens. Und sehr oft ist die Sprache dazu da, um die Gedanken zu verbergen. Aber das ist eine ihrer Funktionen, meine ich. Und nicht, um alles klarzulegen. Also ich glaube, und kommt eine andere Überlegung dazu. Ich möchte die Schauspieler gerne bedienen. Möchte sie gerne. Die Dialoge sind ja ein Teil ihres Arbeitsmaterials, nicht das Ganze. Du möchtest da nicht so einen mageren Kanten hinlegen, sondern ein bisschen Butter aufs Brot. Es muss etwas sein. Und da komme ich noch auf einen Nebengedanken. Gerade wenn es kleine Rollen sind, gib ihnen wenigstens einen großen Satz. Ja. Wenn es eine kleine Rolle ist und dann auch noch ein kleiner Satz, dann ist der Mann gekommen, aber er ist eigentlich gar nicht da gewesen. Ist auch eine Frage der kollegialen Höflichkeit. Ja, das ist die dritte Frage. Wie haben Sie die Wende erlebt? Können wir ja nur sicherlich ganz kurz. Fühlen Sie sich mit Ihrer DDR-Lebensleistung anerkannt? Ich habe eben... Also, Wie haben Sie die Wende erlebt? Können wir ja nur ganz kurz. Und fühlen Sie sich mit Ihrer DDR-Lebensleistung anerkannt? Ja, ich finde, das, was ich gemacht habe, ist in dem Maße auf die Welt gekommen und beachtet worden, wie ich mir das vorstellen würde. Das ist... Ich weiß, das ist die Marktwirtschaft ist nicht kunstfreundlich und auch der Markt hat Aspekte von Zensur. Und aber eigentlich bist du auch in der Bundesrepublik mit großen Preisen geehrt worden für dein Lebenswerk und ich kann das mehr als eine Frage sehen, die ich an mich selbst habe. Ja, ja. Nämlich, mir ist doch klar, ich treffe auf ein Kinopublikum, wenn ich heute Filme mache, das
aus anderen Kinderstuben kommt, das, aus anderen Kinderstuben des Kinos, ja. Ohne dass ich das jetzt klassifizieren will. Und es ist eine Mehrheit, das Publikum hat eine andere Geschichtserfahrung. Die Wurzeln treffen sich zwar irgendwo, wenn man zurückblickt, aber sie haben eine andere Kulturerfahrung, eine andere, die Berührungen mit anderen künstlerischen Möglichkeiten ist auf andere Weise entstanden. Trivialmusik spielt eine große Rolle und das auch nicht nur negativ gemeint, sondern sagen, wo kommen denn die Effekte her? Und also Wolfgang, eine Frage, weil dann ist nämlich unsere Zeit um. Die letzte Frage, was würden, und die finde ich sehr, sehr schön, diese Frage, Kompliment an die Fragestellerin oder an den Fragesteller, was würden Sie jungen Drehbuchautoren und Filmemachern heute mit auf den Weg geben? Das ist ein langer Weg. Sie sollen nicht müde werden. Ja. Ja. Und sollen an sich glauben. Ich glaube, das ist doch auch ein Aspekt, so wie ich dein Schaffen eigentlich sehe. Wolfgang, hast du doch auch immer wieder an dich geglaubt. Das muss man ohnehin tun. Ich meine, wenn einer von uns beiden irrt, muss ich das ja nicht sein. Ja. Ja, Wolfgang, das waren jetzt anderthalb Stunden Gespräch. Ich hoffe, liebe Zuschauer, dass Sie die Kraft und Zeit gefunden haben, uns über diese anderthalb Stunden dabei zu bleiben und dem Gespräch zu folgen. Die Möglichkeit besteht ja auch immer, dass man so ein Gespräch, das steht ja dann, Gott sei Dank, im Netz. Man kann es sich nochmal anschauen. Man kann es vielleicht halbieren. Es gab ja Filme, wo es einen ersten und zweiten Teil gab. Manchmal gab es auch einen fünfteiligen Film, Befreiung. Sowas gab es alles. Wolfgang, du hast eigentlich doch immer auch es geschafft, deine Filme in nicht monumental ausufern zu lassen, liegt natürlich auch mit am Regisseur, was er draus macht, aber viele deiner Filme sind wirklich auch in dem gängigen Kinoformat von der Zeit her gelaufen. Ich möchte mich im Namen aller Zuschauer bei dir bedanken für dein jetzt 70-jähriges, es wären ja 70 Jahre, dass du, also Störenfriede hast du 51 angefangen mitzuwirken, 70 Jahre Drehbuch schreiben und ich hoffe und wünsche, dass du immer noch weiterhin Ideen hast und die zu Papier bringst und hoffentlich kommen die dann auch ins Kino. Alles Liebe, bleib gesund. Auch alles Liebe und Gute für deine Frau Oemeke, die ja in Jahrzehnten immer an deiner Seite geblieben ist. Ist ja, glaube ich, für einen Künstler auch wichtig, dass man jemanden an seiner Seite hat, der einem auch mal Kraft spendet und mitfiebert. Also da hast du, glaube ich, auch großes Glück. Also ich wünsche dir weiterhin Glück im Leben und ja, dass wir dich noch lange haben und zu Gesprächen immer wieder zusammenfinden. Danke. Vielen Dank und auf Wiedersehen.